Gute, heute machen wir eine Spaghetti Carbonara. Oh, was ist damit vollkommen cool? Zuerst schneiden wir aus einem Stück Parmesankäse, wenn Parmesan gerieben ist. So, dann machen wir unsere Carbonara Suppe sozusagen. Die Soße, nochmal zwei Eier für. Dann kommt ja der ganze Parmesan rein. Ganz wichtig. Und ein bisschen nehmen, ist ganz schlimm. Kommen wir auch noch rein. So. Ein klein bisschen Milch. Und das Ganze schön durchrühren. So, dann kommt hier noch ordentlich Pfeffer. Kann man ruhig ordentlich reintun. Und ein bisschen Salz. Und noch einmal durchmischen. Und dann haben wir schon unsere Carbonara-Suppe fertig. Da ist mir noch ein bisschen zu gelb. Dann mache ich noch einen Schluck Milch rein. Und dann passt das. Einmal durchmischen. Et voilà. Ja, dann wird noch ein bisschen Speck geschnitten. So, da ist der Speck fertig geschnitten. Wir fangen jetzt ungefähr 4 Scheiben Schinken. Ganz normaler Schwarzwälder aus dem Aldi oder Lidl. Dann wird der Speck angebraten. Nudeln kochen weiter, bis klar wurde. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Die müssen jetzt abgeschöpft werden. War ein bisschen zu viel Nudeln für ein bisschen zu kleinen Topf, aber egal. Speck wurzelt schön weiter. Ja. So, wenn der Speck diese Konsistenz hat, dann ist er schön angebraten. Da kommen jetzt gleich die Nudeln drauf. Abgetropft so aus, dann nehmen wir allerdings nicht alle, sondern nur ein paar. Gute. So, jetzt lassen wir die Nudeln noch kurz, gehen wir in die Pfanne rein, lassen die noch kurz anbraten. Und dann kommt schon unsere Carbonara-Soße dazu. Das sieht dann so aus. So, muss alles schön rein. So, jetzt die Soße drüber geschüttet. Jetzt kann das alles noch ein bisschen einkochen, damit das Ei sich ein bisschen hier so dran legt an die Soße. Ganz durchgewendet ist jetzt ein bisschen klein die Pfanne. Immer mengen. Et voilà. Das Ganze wird dann serviert und noch mit ein bisschen mit Pfeffer obendrauf abgeschmeckt. Sieht auch schön aus. Und das Ganze wird serviert mit einem schönen Weißwein. Guten Appetit wünscht ihr Barfuß-Kochen-Team.